Was geht ab, YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem erneuten GTA 5 Video. Und ihr hört es schon an meiner Stimmlage, ich bin richtig gut drauf. Und ja, okay, es kam jetzt ein bisschen weniger Videos von mir. Es tut mir auch leid. Ich habe zwar viel zu tun, aber ab nächste Woche habe ich auf jeden Fall Ferien. Da werden wieder viele Videos kommen. Zwei Videos pro Tag werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Ich will jetzt echt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber zwei Videos sollten machbar sein. Also morgens, also ich sag mal so gegen 12 und gegen 6. Und Livestreams werden wieder stattfinden. Aber darum soll es gar nicht gehen. Heute, ich habe echt eine Ankündigung. GTA 5 Banküberfälle. Die GTA 5 Banküberfälle kommen am 10. März. März? Warte mal. Ja, März, März. Am 10. März kommen die Banküberfälle. Das wurde offiziell von Rockstar bestätigt. Ihr könnt euch den Link auch unten angucken nach dem Video, selbstverständlich. Im Hintergrund blende ich euch nochmal offizielle Bilder ein von Rockstar wegen dem Banküberfall, die halt mit dem Update kommen werden, könnt ihr auf jeden Fall im Hintergrund sehen. Ich habe mir das auch ein bisschen durchgelesen, es ist halt alles auf Englisch. Die, die Englisch können, können sich das gerne durchlesen. Die, die es nicht können, einfach zuhören. Erstens, das kommt auf jeden Fall am 10. März. Zweitens, da wird gesagt, dass man das mit, also neue vier Player, oh Mann, diese Versprecher heute, egal. Vier Spieler, was weiß ich, vier Spieler-Missionen kommen. Was ich jetzt irgendwie, ich kann mir darunter jetzt nichts vorstellen. Werden die Banküberfälle nur mit vier Spielern gemacht oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ich habe es jetzt nicht so aus dem Text herauslesen können. Was noch angekündigt wurde, ist GTA 5 für den PC. Das kommt am 14. April als Download, glaube ich. Ah ne, und als CD. Okay, in den Läden auch. Ab dem 14. April. Und Leute, die das vorbestellen, bekommen 200.000 nochmal in-game für GTA 5 Online. Geld, 200.000 ist jetzt echt nicht viel, um ehrlich zu sein. Das kann man sich auch erglitschen bei vielen YouTubern, wie zum Beispiel auch bei mir. Und ja, Systemanforderungen sind auch bekannt, die könnte ich jetzt natürlich vorlesen, mache ich aber nicht. Weil ich nur Bescheid sagen wollte, dass die GTA 5 Überfälle auf jeden Fall kommen am 10. März. Und schreibt mal in die Kommentare, wer sich auf jeden Fall schon übertriebenst darauf freut und mal Bock hat mit mir diesen Banküberfall zu machen. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ohne Witz, ich glaube, ich besorge mir bis dahin sogar GTA 5 für die PlayStation. Ja, ansonsten, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob ich auf jeden Fall freut. Und dann, ja, war es für dieses Video. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.